Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Kaffeetest mal wieder auf dem Kanal. Und wir schauen uns heute was von einer sehr, sehr, sehr beliebten Marke an, wovon ich auch vor Ort, beziehungsweise nicht direkt vor Ort, aber die Produkte, die es vor Ort gibt, testen möchte. Wir schauen uns heute von Starbucks den Starbucks Hazelnut Macchiato Flavor Chilled Coffee an. Starbucks kennt jeder. Also ich glaube mittlerweile jeder kennt Starbucks, egal von welcher Altersklasse, hat sich total in Deutschland eingebürgert. Entschuldigung. Und die haben jetzt seit ein paar Monaten, seit schon über einem Jahr, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, haben sie jetzt so Supermarkt-Kaffees rausgebracht. Und hier haben wir jetzt den Starbucks Hazelnut Macchiato Flavor Chilled Coffee. Ist ein Bold Espresso mit Creamy Milk und Hints of Hazelnut Flavor. Ja, das ist das gute Ding. Designtechnisch typisch Starbucks. Wir haben hier diese, ich weiß nicht mal, woher das ist. Wir schauen aus wie so eine, die Kaffeekönigin nenne ich sie jetzt einfach. Farblich auch schöne Farben mit dem Grün, mit diesem Beige, hier der Hauttönenübergang, hier mit dieser ja, haselnussartigen Farbe. Sau cool. Wir haben einen Strohhalm dabei, was ich auch eigentlich sehr praktisch finde, aber preis-leistungstechnisch finde ich die halt na, so semi-Ding. Kommt drauf an, wenn wir uns jetzt voll umhauen mit hochwertigen Inhaltsstoffen, dann ist es wieder was anderes. Aber es ist halt, ja, man zahlt bei Starbucks halt viel für den Namen, obwohl ich sagen muss, vor Ort, die Dinger, die Drinks, die sie anbieten, sind schon sehr gut. So, wir haben 220 Milliliter Conservation International Starbucks Social Impact, bla bla bla. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Irgendwie alles auf Niederländisch hier. Hier auch. Hier sind die Nährwerte. Oh Gott, da muss ich mich erstmal zurechtfinden. Hier haben wir die Zutaten. Aha. Also auf verschiedenen Sprachen gleich. Natürlich vertreiben sie auch gleich verschiedene Sprachen. Produziert von der Arla Foods Amber in Dänemark, Tanskar. Schöne Grüße an alle aus Tanskar. Aha, da kommt es also her. Enjoy cold, shake well. Oh Gott, na gut, Leute. Also so viel steht da gar nicht. Da steht echt viel Text, aber eigentlich sehr wenig auf Deutsch davon nur. Im Strohhalm finde ich cool, sonst alles im Hazelnut-Flavor. Macchiato, schauen wir uns mal an, was Starbucks da so rausgebracht hat. So, kommen wir zu den Nährwertangaben je 100 Milliliter. Wir haben einen Energiewert von 299 Kilojoule bzw. 71 Kilokalorien, Fett 2,6 Gramm, davon gesättigte Fettsäure 1,7 Gramm. Kohlenhydrate 8,9 Gramm, Zucker 8,5 Gramm. Hier auch ganz klar, zu viel Zucker. Ist schon mal logisch, kommt drauf an, jetzt wie viel zugesetzt ist, wie viel von der Milch und so ist, aber auf jeden Fall zu viel Zucker. Eiweiß haben wir 2,8 Gramm und Salz haben wir 0,08 Gramm. Ja, passt soweit, außer der Zucker ist halt ein bisschen zu viel. Immer noch besser als zum Beispiel der Kurwach gestern, aber dafür hatten wir gestern beim Kurwach nur Biozucker, Rohrohrzucker, also sonst Biozutaten, Fairtrade-Zutaten, also insgesamt auf jeden Fall auch ganz gut, würde ich sagen. So, kommen wir jetzt zu den Zutaten auf Deutsch. So, wir haben als Hauptzutat Trinkmilch mit 3,1% Fett, 75%. Also 75% von dem Getränk machen Trinkmilch aus. Klar, hat auch viel Eigenlaktose, ist halt auch, gehört zählt zum Zucker. Dann haben wir als Kaffeezubereitung, haben wir Kaffeezubereitung bestehend aus Wasser und Kaffeeextrakt. Hey Leute, ich habe das Video gerade abgedreht, habe gemerkt, die Aufnahme ist mitten in der Hälfte einfach abgebrochen. Ich war gerade beim Zutaten vorlesen, ich habe das jetzt schon getrunken, es war super lecker. Ich lese jetzt natürlich nochmal die Zutaten vor, es hat mich sehr genervt, aber sowas kommt halt mal vor. Also wir waren wir haben Kaffeezubereitung bestehend aus Wasser und Kaffeeextrakt mit 19,7%, Zucker haben wir 4,7%, ist halt das Hauptproblem. Fettarmes Kakaopulver 0,2%, natürliches Aroma steht nicht da woher, künstliches Aroma steht nicht da woher. Säureregulator Kaliumcarbonat, Stabilisatoren Carrageen und Guarkelmehl, Emulgatoren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. Also wir merken direkt viele Zusatzstoffe, Zucker noch zugesetzt, kriegt von mir insgesamt eine 4. Auf jeden Fall schon mal schlechter zum Beispiel als das Kurwach gestern, weil es halt auch viel mehr unnötige Zusatzstoffe hat. Also Gesundheitsnote 4, keine Gesundheitsempfehlung. Strohhalm haben wir jetzt nicht gebraucht, ihr seht schon, ist schon offen. Sorry, ich musste die Aufnahme jetzt nochmal neu machen. Es ist immer schön als Tester, aber es kommt halt wie gesagt vor. Hier haben wir jetzt den Kaffee, zum Glück habe ich ihn noch nicht ausgetrunken. Ja, Hazelnut Macchiato riecht gut. Ach, jetzt für den Test rieche ich nochmal dran, habe ich gerade natürlich schon. Riecht sehr gut, schmeckt auch sehr. Hat einen sehr angenehmen Geschmack, also so ein bisschen ungesünder es auch ist. Und so besser schmeckt es halt. Das kann Starbucks, das können sie wirklich und das merkt man auch an dem Produkt. Deshalb Geschmacksnote 1-, am Ende trotzdem keine Gesundheitsempfehlung. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr es schon kennt, wie ihr die findet. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder und bis dahin immer schon happy bleiben, immer schon gesund bleiben
niemals aufgeben, Leute. Ich wünsche euch was und bis dann. Ciao, ciao. Thank you.